Hey, willkommen zum neuen Video und diesmal gibt es ein Aufgebraucht-Video. Und ich habe ein paar Produkte gesammelt, die ich in letzter Zeit verbraucht habe. Und ob ich die weiterempfehlen kann, beziehungsweise wie die mir geschmeckt haben und wie ich die empfand, zeige ich euch gleich. Ich hatte gerade Zucchini-Spaghetti mit Rote Bete-Pesto und ich hatte drei frische Knoblauchzehen dann rein. Also die waren eigentlich gar nicht so groß und jetzt schmecke ich sie aber trotzdem und ich glaube, ich rieche alles voll. Und ihr könnt froh sein, dass der Geruch nicht übertragen wird über die Kamera und ihr jetzt nicht belästigt werdet von mir. Aber nichtsdestotrotz zeige ich euch ein paar Produkte ohne Knoblauchgeruch, die ich in letzter Zeit aufgebraucht habe und genau, und sage ein paar Worte dazu. Fangen wir an mit diesen Spaghetti von Rewe, frei von. Die bestehen aus Mais und Reismehl und sind glutenfrei. Und ich koche zurzeit irgendwie nur noch mit glutenfreien Nudeln und habe jetzt die entdeckt. Ich hatte immer früher welche von Seitz und die waren so von der Farbe her sehr, sehr gelb. Also man hatte immer das Gefühl gehabt, da ist mega viel Ei drin. Natürlich ist da kein Ei, aber trotzdem, die hatten so eine krasse Farbe. Und die sind jetzt ein bisschen dezenter und sehen ähnlich aus der normalen Nudel. Und das fand ich ganz gut und habe jetzt die mal genommen. Allerdings gibt es bei Rewe nur, oder von dieser Eigenmarke, eben nur Spaghetti und keine anderen Nudeln oder so. Wie bei Seitz gibt es nur noch, die haben relativ viel, also die haben noch so Rigatoni und Fusilli, sowas haben die, genau. Und ja, dann waren meine Eltern zu Besuch und wir waren ein bisschen unterwegs und sie haben mir was mitgebracht. Und zwar Gummibärchen, sag ich mal, von Beers and Friends. Und das ist eine extra saure Mischung. Ich habe die so umgefüllt in so ein Glas und deswegen ist die Verpackung schon leer. Aber ich habe noch nicht alle aufgegessen, ich esse die nur so nach und nach mal. Ich finde die ganz gut, ich habe die schon öfters oder früher öfters gegessen und war da immer ganz begeistert, weil die, wie gesagt, sie sind vegan, sie sind ohne Gelatine und sie haben so eine gute Säure. Und diese Läden gibt es überall, ich glaube, die gibt es vor allem in Bayern und in Sachsen, aber es gibt noch so andere Läden, die auch irgendwie dazugehören, aber anders heißen, irgendwie Bärenland und irgendwie. Aber man kann auch bei denen online bestellen und da dann alles auswählen und genau. Finde ich ganz gut und ich kaufe mir die zwar nicht selber, aber ich freue mich immer, wenn sie mir mitgebracht werden oder einmal im Jahr ist es dann. Und dann gönne ich mir die auch mal zwischendurch. Dann weiter mit ungesunden Sachen. Aber guten Sachen, und zwar diesen Hafer-Cookies von Aldi Nord, die gibt es auch bei Aldi Süd, schauen dann ein bisschen anders aus, heißen aber gleich und sind dann von der Biomarke, der, oder ja, die ist jetzt aber nicht, nee, weiß ich jetzt nicht, wie die heißen. Und ich finde die richtig gut, weil die nicht so süß sind und so ganz leichten, salzigen Unterton haben. Also, das darf man sich jetzt nicht falsch vorstellen oder so, aber so klitzeklein und irgendwie ist es schon, aber sie sind natürlich süß, aber die schmecken richtig gut. Und ich finde sie praktisch, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin oder so auf dem Picknick und dann ein bisschen was Süßes noch zum Knabbern möchte. Und wenn es vielleicht nicht ganz so heiß ist, weil da ist oben Schokolade drauf. Und die würde ja schmilzen, wenn es dann zu warm wird. Aber so für einen Spaziergang oder, also ja, einen größeren Spaziergang oder eine Radtour oder so, da sind die ganz, ganz praktisch. Dann zu einem weiteren Kekseprodukt. Und zwar diese, wie heißen die eigentlich? Keksfreunde von Bolsener Mühle. Bolsener Mühle. Und die hat mein Papa gekauft. Wir waren nämlich im Spreewald und es ist traumhaft schön. Der Spreewald ist so schön. Also wer die Möglichkeit hat, irgendwo dorthin zu kommen und dort vielleicht eine. Also wir waren da mit einem Kajak unterwegs und auf den kleinen Flüsschen, die da überall verzweigt sind. Und waren dann 4 Stunden unterwegs und es war wirklich schön und ich kann es sehr, sehr empfehlen. Ich habe das letztes Jahr schon mal gemacht und es ist wirklich toll. Also landschaftlich und es ist eine, klar sind da auch andere Menschen und so, die machen das dann auch, aber es ist so, manchmal hat man auch so Abschnitte, wo es dann so ruhig ist und man fährt da durch Schleusen und muss die zum Teil selber bedienen und es ist wirklich, wirklich schön. Genau, und auf jeden Fall hat mein Papa zuvor, waren wir noch einkaufen und hat er diese Kekse gekauft, die gab es bei der Bio Company, also einem Bioladen. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, wo es die überall gibt, aber ich denke, die wird es auch in anderen Bioläden geben. Und die sind mit dem Geschmack Zitrone, beziehungsweise da ist schon Zitronenöl ist drin. Ja.
Und ich fand die ganz gut. Also die hatten auch so einen leicht butterigen Geschmack. Und genau, ich bin ja eh so ein bisschen Fan von so Zitronen, also so frischen Zitrussachen. Und meine Mama hat dann noch die gleiche Sorte in Vanille gekauft und die fand ich sogar noch buttriger. Hat mich nur gewundert, dass die vegan sind. Also wirklich, also vom Geschmack sehr interessant auf jeden Fall. Aber besser geschmeckt haben mir diese hier. Und ja, waren ganz gut und haben perfekt dazu gepasst, weil es halt auch super warm war an dem Tag, als wir im Spreewald waren. Und da schmilzt natürlich nichts, wenn da keine Schokolade dabei ist. Genau, dann kommen wir zu einem weiteren Produkt und das sind diese Nudeln. Vielleicht hat die eine oder andere sie schon mal gesehen. Es sind, wie heißen die denn, die Vegan Vital Food. Das sind Tortelloni gewesen mit Spinat, Tofu und Quinoa. Und sehr teuer finde ich. Irgendwie so 4 Euro, glaube ich, für 250 Gramm. Und ich habe sie nur gekauft, weil sie im Angebot waren. Und ich muss sagen, also ich war nicht so begeistert. Also ich hatte mir mehr erhofft, habe eine Soße dazu gemacht, habe die aber auch mal pur gegessen, weil ich wissen wollte, weil die Soße ja das oft erdrückt den Geschmack irgendwie der Nudel. Und habe die auch pur gegessen, aber also nicht für den Preis. Fand ich sehr, sehr fad, muss ich sagen. Würde ich jetzt nicht nochmal kaufen. Und dann hatte ich noch zu Hause, die habe ich in letzter Zeit jetzt mal aufgebraucht, so Schokoladendrops. Die sind auch vegan, die gibt es überall in jedem Supermarkt zu kaufen. Und es ist halt ganz gut oder praktisch, wenn man irgendwie was backt oder so und einfach noch ein bisschen Schokolade reinmachen will, dann muss man nichts hacken und kann ein paar ein bisschen was reinbröseln oder für Cookies ist es auch ganz gut. Und ich habe dann auch mal schon ein bisschen mein Frühstück damit verziert und da was drauf gemacht. Aber genau, jetzt sind die leer und ich weiß nicht, ich werde jetzt erstmal nicht kaufen, wenn ich jetzt nicht irgendwie wirklich die nochmal brauche. Weil meine Mama hat mir auch so roh Schokoladendrops oder so mitgebracht. Irgendwie, die sind überhaupt nicht süß und da ist kein Zucker drin und ich glaube, es ist nur der Kakao an sich. Und genau, die werde ich jetzt erstmal testen und mein Frühstück verschönern. Und genau, die erstmal da lassen. Aber wie gesagt, praktisch, wenn man irgendwie schnell was backen will oder so und dann kann man die gut benutzen. Und dann war ich noch bei Rossmann und habe da zwei Produkte gekauft, die ich mittlerweile aufgebraucht habe. Und zwar sind das zum einen diese Gemüsechips, die ja, ich finde die ganz gut. Und da war ich sehr begeistert. Ich sag mal, was drinnen ist. Und zwar rote Beete, Pastinake, Karotte und Süßkartoffel. Und ich war richtig überrascht von der Karotte und die war richtig lecker. Und ja, sind auch gute Gemüsechips. Also wenn man mal was anderes zu Kartoffeln haben möchte, kann ich die empfehlen. Allerdings die besten Gemüsechips habe ich in New York gegessen und ich weiß leider nicht mehr, welche Firma das war oder so. Und die waren richtig, richtig gut. Aber ich habe so vergleichbare jetzt noch nie irgendwo in Deutschland gefunden und ich hatte schon ein paar verschiedene Sorten ausprobiert. Ist ein bisschen schade, aber auf jeden Fall sind die ganz lecker. Und wie gesagt, die Karotte würde ich auch mal pur essen. Also so Karottenchips oder so. Aber habe ich noch nicht entdeckt. Und dann noch Knabberkerne, das ist so eine Mischung aus Sojabohnen, Kürbiskern und Sonnenblumenkern. Gibt es auch bei Rossmann, ist von Ena Bio auch. Und ja, die hat mir meine Freundin empfohlen und ich habe dann gedacht, naja, gut, kaufe ich mal. Und war dann aber richtig überrascht, wie lecker das war. Also, das war eine richtig gute und ich finde die sehr, sehr praktisch, wenn man unterwegs ist, irgendwie in der Uni oder so, man hat so ein bisschen Hunger und dann kann man die so ein bisschen snacken. Und also sind nicht so trocken und nicht so fad, wie man sich das vorstellt. Also würde ich oder kaufe ich auch öfters nochmal. Und genau, ich war nämlich dann so begeistert von denen und habe dann, weil da sind ja auch Sojabohnen drin und habe dann, das war kurz vor New York und dann habe ich in New York bei Whole Foods eine ganze Packung Sojabohnen gekauft, die geröstet und gesalzen waren. Und dann hatte ich aber da so eine Riesenmenge und die waren auch gut, aber irgendwann hatte ich gar keine Lust mehr auf Sojabohnen und dann habe ich auch die Zeit lang diese hier nicht mehr gekauft. Und jetzt erst in letzter Zeit dann wieder angefangen, ab und zu mal welche zu essen. Und genau, aber jetzt geht es auch wieder. Ja, dann noch das letzte Highlight und das ist ein richtiges Highlight, weil das hat mich am positivsten überrascht und gefreut, dass es sowas gibt. Und zwar von Edeka. Bio-vegan. Das ist so eine neue Reihe, die es jetzt in den Edeka-Märkten gibt, allerdings noch nicht in allen, weil ich weiß nicht, weil die das so langsam einführen und ich habe auch bei mir in Berlin jetzt noch nicht in allen
diese Produktlinie gefunden und bisher nur an der Friedrichstraße, und da habe ich auch diese Salatmayonnaise gekauft, die aktuell irgendwie 1,60, 1,70 kostet. Und ich weiß nicht, ob die im Angebot ist oder ob die dauerhaft so günstig ist, oder aber maximal kostet die 2 Euro. Und da bin ich wirklich überrascht, weil ich finde sie sehr günstig und richtig, richtig gut. Und das ist so, man hat halt, ich habe die früher einmal, wenn überhaupt, mal selbst gemacht. Und dann hat man aber immer so eine große Menge. Und dann muss man mal aufpassen, dass Öl und Sojamilch oder die Pflanzenmilch, die man eben benutzt, die gleiche Temperatur haben. Oder man macht Johanniskernbrotmehl rein oder so ähnliches, damit es dann fest bleibt oder fest wird generell. Und wie gesagt, manchmal braucht man aber irgendwie nur einen Löffel oder was weiß ich. Und da ist sie wirklich top. Und ich bin wirklich überrascht, dass sie das im Sortiment aufgenommen haben, weil das habe ich bisher noch nicht so in den Standardläden gesehen. Und klar, so vegane Wurst oder Ersatz, also irgendwie Schnitzel oder so, gibt es öfters. Aber diese Salatmayonnaise ist das erste Mal, dass es sowas gibt oder wo ich das entdeckt habe in dem Standard-Supermarkt. Und geschmacklich auch, wie gesagt, einfach richtig gut, und da freut es mich, dass die das haben, und die werde ich auch öfters kaufen und dann zu, weiß ich nicht, zu Süßkartoffelpommes essen und was es sonst noch so gibt. Und ich finde auch, die Inhaltsstoffe sind jetzt nicht so, das ist relativ überschaulich okay, also wie gesagt, da kann man sich nicht beschweren. Ja, das waren die Produkte, die ich in letzter Zeit aufgegessen habe bzw. verbraucht habe und gesammelt habe. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und falls ihr mal Produkte davon ausprobiert habt, schreibt doch in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob ihr die gut fandet oder eher lieber nicht mehr kaufen würdet. Und wir sehen uns im nächsten Video dann. Bis dann. Tschüss. Die stecken halt so voll mit Proteinen und Eiweißen. Und das ist natürlich schön, wenn man sowas selber anziehen kann. Und das, ich finde es immer ganz schön. Ich wurde mal belächelt, als ich mir das gekauft habe als Hausfrau. Aber ich stehe dazu.